Grüß euch miteinander, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hallo. Und zwar heute zum neuen Video, heute ein kurzes Video mit Ball, wenn ihr habt. Am besten einen Tennisball oder einen anderen Wachen. Wir werden heute unseren Schulterbereich ein bisschen öffnen probieren. Wird vielleicht ein bisschen schmerzhaft, aber da müssen wir durch. Wir starten zuerst mit Ellbogen nach hinten ziehen und Ellbogen vorn zusammen. Gerade ein bisschen vorbewegen. Eben, wenn ihr habt, schnappt ihr irgendeinen Ball, was daheim ist. Gut, wenn es ein bisschen weicherer ist. Wenn es einen Faszienball habt, ist es auch gut. Wird es halt ein bisschen mehr weh dann. Wenn es einen weicheren Ball habt, super. Jetzt könnt ihr auch einen Sockenbadel hernehmen. Das geht meistens auch. Ein bisschen, wenn es härtere sind. Oder einen Stein umwickeln mit einem Tuch. Irgendwas, was rundlich ist. Gut, aber nur Ellbogen nach hinten, Ellbogen vorn zusammen. Wir wollen halt die Schulterblätter ein bisschen und den Schulterbereich ein bisschen lösen. Verspannungen, wenn sie da sind, ein bisschen auf da. Gut, Arme sinken lassen. Nächste Übung, Hände nach hinten. Einatmen, Brust öffnen und Handrücken vorn zusammen, rund machen. Einatmen, öffnen und ausatmen, rund machen. Wenn ihr Probleme habt im Schulterbereich, speziell hinten, oberer Rücken, bitte klärt das vorher ab, ob das für euch gut ist. Oder wenn ihr Krampfadern habt, sonstige Blutgefäßprobleme, war es vorher auch abzuklären. Weil wir halt echt viel Druck aufs Gewebe ausüben werden. Gut, wieder hängen lassen die Arme. Nachher unseren Ball. Egal was du hast. Und wenn er weicher ist, ist er weicher, ist auch gut. Dann tut es nicht ganz so weh. Wir legen uns dann nachher unter den Rücken und zwar nicht auf die Wirbelsäule. Die Wirbelsäule ist in der Mitte, möglichst. Und auch nicht aufs Schulterblatt außen, Schulterblattrand, der geht so in einem Halbkreis nach unten. Wir legen es dazwischen, das ist ein relativ kleiner Bereich. Und da legen wir den Ball zuerst hin. Also unten zwischen Schulterblattende und Wirbelsäule legen wir hin, legen wir uns drauf. Wenn es schmerzhaft ist, rollt es ein bisschen auch, legt es eher seitlich drauf. Dann tut es nicht ganz so weh, wenn nicht so viel Druck drauf kommt. Da müsst ihr jetzt viel mit eurem Gespür arbeiten bei den Übungen. Wenn ihr eine gute Stelle gefunden habt, dann bleibt es einfach drauf liegen und probiert es entspannen. Wir werden da halt länger an einer Stelle bleiben. Einatmen und ausatmen. Und es merkt ihr, wie sich die Muskulatur langsam locker lässt. Probiert ruhig atmen und entspannen. Gern mit Augen zu. Spürt es einfach, wie ein Körper mehr und mehr locker lässt in der Position. Gut, wenn es jetzt mögt, hebt den Arm, wo wir den Ball unter dem Schulterblatt haben, dreht die Schulter nach oben auf und wieder nach unten vorn. Und nur die Schulter, da seht ihr es bei der anderen Seite, Arm heben, Arm senken. Also nur das Schulterblatt ausdrehen und anlegen. Wenn ich ihn aus der Schulter nach oben schiebe, dreht sich der Daumen gleichzeitig nach hinten auf, beim nach unten senken wieder Handfläche. Zur Mitte drehen. Bleibt mit dem Ball bei der Seite, wo es sitzt. Ich lege mir jetzt auf die anderen Seiten, dann sieht man es ein bisschen besser. Das auch gern im Gleichklang mit der Atmung.
kann die Fläche nach außen drehen beim Arm heben. Und wenn wir das Schulterblatt wieder senken, drehen wir wieder zurück. Muss keine große Bewegung sein. Okay, lass meinen Arm wieder senken. Jetzt wandern wir 2 Zentimeter ungefähr nach oben. Auch wieder zwischen Wirbelsäule und Schulterblatt. Einfach ein bisschen nach oben rollen. Nicht auf dem Schulterblatt und auch nicht auf der Wirbelsäule. Rutscht einfach ein bisschen nach oben. Und da bleiben wir jetzt. Gleiche Bewegung. Da ändert sich jetzt nichts mehr. Ein paar Mal ein- und ausatmen. Probieren entspannen, probieren locker lassen. Gut, und wenn es wieder mix, macht es wieder die Übung mit dem Arm heben, Arm senken bzw. Schulterblatt nach oben ausdrehen und wieder den Körper nach unten führen. Wenn nicht, dann nicht. Das könnt ihr einfach einmal liegen bleiben, 2 Minuten auf dem Bereich, wo es gerade sitzt. Es muss nicht unbedingt mit Bewegung sein. Gut, okay, lassen wir das auch wieder. Nachher rutschen wir wieder ein bisschen höher mit dem Ball. Zwischen Wirbelsäule und Schulterblatt immer noch. 2 Zentimeter ungefähr wieder. Und da probieren wir noch auch wieder locker lassen, entspannen. Wenn du mal drauf acht gibst, wo eigentlich eine Schulter jetzt ist und wo sie in 1-2 Minuten ist, merkst du, dass du locker lassen kannst. Es wird wahrscheinlich schmerzhafter, je höher dass wir gehen mit dem Ball. Probier jetzt ruhig atmen. Wenn es zu schmerzhaft ist, dreht es ein bisschen seitlich weg vom Ball. Nicht ganz so viel Gewicht drauf. Und nachher wieder einen Arm heben. Nach oben aufdrehen und nach unten senken. Wenn es zu schmerzhaft ist, das heißt, wenn es voll verkrampfen ist, dann bitte nicht machen, dann einfach locker liegen bleiben probieren. Es ist nicht der Sinn davon, dass es wieder voll verspannt, sondern das merkt es, wie es langsam lockerer wird mit der Übung. Thank you.
gut, dann kommen wir wieder zum Ende. Letzte Station. Einmal noch ein bisschen höher. Jetzt sind wir schon fast im Nackenbereich. Ich sehe, jetzt liegt er schon ein bisschen höher. Zwischen Schulter und Wirbelsäule immer noch. Und da auch wieder probiert es ein paar Mal locker. Entspannt ein- und ausatmen. Und wenn es wieder mix, Arm heben und aus der Schulter, Schulter nach oben schieben, Hand aufdrehen und Hand oder Schulter wieder absenken. Wenn nicht, dann nicht. Reicht es auch, wenn es drauf liegen bleibt, so ein bisschen. Gut, okay, dann kommen wir zum Ende, dann machen wir einen Ball raus. Und jetzt bleibst kurz liegen, Augen zu, schnauft ein bisschen nach und spürt es einmal ein, ob es jetzt einen Unterschied merkt zwischen der Schulter, was wir gerade behandelt haben, und die andere. Leg es ein bisschen satter auf, spürt es jetzt mehr die Matte auf der Seite, merkt es gar nichts, tut es gleich weh, fühlt es sich gut und locker an, je nachdem. Bleib ruhig noch liegen auch dabei. Das waren jetzt einmal die Übungen. Entspannt euch ein bisschen, atmet tief ein und aus. Lasst euch Zeit für das. Und danach bitte noch die andere Seite natürlich auch, damit wir nicht einseitig daherkommen. Also jetzt spürt ihr vielleicht, wie gut euch das tut, die Übung, wie locker das sitzt, wie geschmeidig. Macht die andere Seite jetzt auch einfach wieder zum Anfang vom Video oder noch weitermachen. Viel kommt nicht mehr. Gut, ich wünsche euch alles Gute, macht es gut, bleibt gesund.